Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sven und ich möchte mit euch heute über meine aktuelle Watchlist reden. Ja, wir bewegen uns derzeit in wirklich sehr interessanten Zeiten und da ergeben sich natürlich auch verschiedene Kaufmöglichkeiten oder Chancen. Wichtig sei hier gesagt, das ist keine Anlageberatung. Ich kaufe diese Titel womöglicherweise nach, womöglicherweise auch nicht. Das habe ich für mich auch noch nicht final bewertet und entschieden. Ich möchte trotzdem gerne eben diese Liste mal mit euch teilen. Mal ganz oben angefangen. Ich werde nicht auf jeden Titel einzeln eingehen. Ich habe mal drei Stück für jetzt mitgebracht, über die ich ein bisschen detaillierter sprechen möchte. Falls da tatsächlich ein größerer Bedarf oder großes Interesse dran besteht, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, hier nochmal einen Livestream zu machen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr dazu haltet. Mal ganz oben angefangen, einmal Siemens, Gazprom, Shell, EPR Properties, Imperial Brands, BlackRock, Unilever, Disney, TAG Immobilien, Fresenius, Fraport, Realty Income, Vinci, BASF und Omega Healthcare. Das sind tatsächlich die Unternehmen, die ich mir derzeit etwas genauer ansehe. Ein Unternehmen zu ganz, ja, am Anfang. Hier einmal EPR Properties. Wenn man sich das hier anschaut, das ist schon brutal blutig, ne? Also der ein oder andere von euch, ich weiß ja, ich habe am Anfang des Jahres hier zugeschlagen gehabt bei dem Unternehmen für knapp 1.600 €. Da ist jetzt nicht mehr so viel übrig, muss man fairerweise sagen, ne? Die Dividende wird weiterhin schön monatlich gezahlt, aber es ist ja schon in enormer Verfall dann auch da, ne? 70%, was wir jetzt hier verloren haben, wenn man jetzt auf einen Monat guckt, dann sogar 74%, heftig. Aber auch eben jetzt eine Möglichkeit für mich, wo ich gerade sehr stark am Überlegen bin, dort nochmal nachzulegen. Weil am Ende ist es ja so, dieses Unternehmen vermietet ja diese Objekte hier. Also, das heißt Kinos, hier diesen Eat and Play, Ski, Gaming, sie haben ja verschiedene Geschichten. Da hatte ich ja schon mal ein detaillierteres Video zu gemacht zu der Firma. Das heißt aber, wenn die Sachen geschlossen sind, kriegen die ja trotzdem weiterhin die Miete. Das Risiko, das natürlich besteht, ist, dass die Firmen oder Betreiber, die da drinnen sitzen, eben vielleicht ihren Laden zumachen müssen, oder vielleicht irgendwie um Mietminderung bitten, was auch immer. Das kann durchaus passieren. Was aber nicht passieren wird, ist, wenn man dann doch in wenigen Wochen, Monaten, kann ich nicht genau abschätzen, aber es wird trotzdem ja weiterhin Kinos geben und es wird weiterhin trotzdem Skigebiete geben und es wird weiterhin trotzdem diese verschiedenen Attraktionen und Angebote, die man hier beziehen kann über diese 370 Locations, die wird es ja trotzdem weiterhin geben und der Bedarf dafür wird auch weiterhin da sein, wenn er vorher da war. Es ist jetzt nur eine Frage, wie lange können die Betreiber da drin eben weiterhin die Miete zahlen? Muss man da eventuell auf bestimmte Sachen verzichten, als EPR Properties? Das muss man sich dann genau anschauen. Ich bin hier trotz des gesamten Kursrückganges tatsächlich noch ein bisschen verhaltener, weil gefühlt ist das Thema in den USA noch nicht 100% angekommen. Und wenn es dort dann auch darum geht, eben vielleicht Ausgangssperren, sonstige Themen, die bei uns unter Umständen auch noch folgen, kommen, dann glaube ich, kann es da noch mal ein Stück weiter nach unten gehen. Aber das ist für mich definitiv eine Firma, wo man auch über mehrere Tranchen in den nächsten Wochen und Monaten einsteigen kann, weil bis man wieder auf altem Niveau ist, das wird eine Weile dauern. Trotzdem, solange die Dividende weiterkommt, für mich soweit tatsächlich in Ordnung. Man hat sich auch dazu entschieden, man hatte, weiß ich gar nicht, ob ich es hier habe, das wird mit Sicherheit auch noch ein zusätzliches Thema gewesen sein. Die Leerverkaufattacke von D1 Capital Partners hatte man dann eben noch, der Gesamtmarkt geht nach unten. Hier sind auch noch mal ein, zwei Dinge eben aufgeführt. Wichtig ist, es gibt da jetzt mittlerweile sehr, sehr viel Dividende auf den aktuellen Wert, irgendwie 15, 16%. Das schwankt täglich, deswegen ungefährer Richtwert. Und man hat auch erstmal alle Investitionen gestoppt, die man vorhatte für dieses Jahr und gesagt, okay, wir warten erstmal ab, was ich sehr, sehr smart finde. Von daher für mich weiterhin eben interessant, diese Firma, aber auch wie immer keine Anlageberatung meinerseits hier in diesem Fall. Siemens, ein anderes Beispiel.
Für mich auch sehr, sehr interessant, wenn man sich jetzt hier anguckt. Man hat in einem Monat hier auch knapp 43% verloren. Aus meiner Perspektive eine grundsolide Firma, keine Wachstumsrakete. Ehrlicherweise auch keine riesige Dividendenwachstumsrakete. Sie zahlen zuverlässig Dividende, wenn man sich das hier mal anschaut, schon seit vielen Jahren. Zwar nicht immer unbedingt mit einer Steigerung, aber trotzdem eben relativ zuverlässig, dass man zumindest die Dividende, die man im Vorjahr gezahlt hat, eben auch weiterzahlt. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, die 93 gab es ja dieses Jahr schon, wenn man das eben mal kurz ausrechnet, bekommt man jetzt derzeit hier auch aus meiner Perspektive sehr zuverlässige 6,4% Dividende ungefähr. Kann trotzdem auch noch weiter nach unten gehen, aber tendenziell ist das auch was, was ich mir vorstellen kann, in meinem Depot ein bisschen aufzustocken, habe da ja nur eine sehr, sehr kleine Position. Die letzte Firma ist vielen Menschen auch bekannt, Walt Disney. Ich bin ein großer Fan von dieser Firma. Die haben jetzt natürlich massive Probleme, was die ganzen Themenparks betrifft. Wenn da jetzt nach und nach alles geschlossen sein wird, da fehlt enorm viel an Ertrag und Gewinn. Ganz klar. Trotzdem bin ich der Überzeugung, die Menschheit wird dieses Virus in den Griff bekommen und man wird zukünftig auch wieder in Themenparks gehen. Ja? Vielleicht ist es jetzt für den Start des Streamingdienstes sogar ganz gut, dass viele Leute tendenziell eher zu Hause sind, dass man da viele Menschen in einer relativ kurzen Zeit eben gewinnen kann. Man hat da 40% verloren. Und wenn man jetzt mal wirklich davon ausgeht, ja, das Jahr 2020 wird für Disney nicht einfach. Aber das heißt doch nicht, dass die Firma direkt 40% weniger wert ist. Wenn man davon ausgeht, dass sie im darauffolgenden Jahr zu den Umsätzen und zu dem Wachstum zurückkehrt, was man eben in dem Kalenderjahr 2019 hatte, dann rechtfertigt das aus meiner Perspektive zumindest diesen krassen Abschlag derzeit nicht. Aber auch da ist wiederum, wenn es rüber schwappt nochmal in die USA und da die Situation auch nochmal kritischer wird, kann es auch hier noch deutlich nach unten gehen. Das waren jetzt mal drei Beispiele. Bei den anderen Firmen sehe ich das ganz, ganz ähnlich. Da gab es auch mal mehr und mal weniger großen Abschlag, aber diese Firmen finde ich tatsächlich, kann ich ja hier nochmal auch einblenden, sehr, sehr interessant. Gazprom auch ja, sehr, sehr stark zurückgekommen, habe da noch zweimal nachgekauft. Das gleiche gilt auch für Shell. Imperial Brands jetzt auch deutlich attraktiver. Ich werde wahrscheinlich meine Position nicht nochmal aufstocken, weil mir der Anteil in meinem Depot tatsächlich reicht. BlackRock ist sehr, sehr interessant momentan. Unilever auch sehr stark zurückgekommen. Auch schwierig verständlich tatsächlich, weil gerade die Konsumgüterhersteller von der derzeitigen Situation ja eigentlich profitieren sollten, wenn man sich so den einen oder anderen Supermarkt dann mal ansieht. Disney hatten wir, TAG Immobilien, die Immobilien werden weiter vermietet, da gibt es jeden Monat die Miete der gesamten Menschen, die in den Immobilien wohnen. Verstehe ich auch nicht, warum der Abschlag da so groß ist, aber es wird momentan alles eben nach unten gerissen. Fresenius auch sehr krass mit einem Abschlag derzeit von knapp 50%, also wirklich heftig. Fraport auch sehr stark zurückgekommen. Auch da ist dann die Frage, wann können die Leute wieder fliegen? Wann wird die Welt wieder, sag ich mal, ein Stück weit geöffneter? Wann ist das Thema mit dem Virus vorbei? Sehr, sehr gebeutelt. Aber auch da finde ich eine sehr, sehr interessante Firma Realty Income. Immer sehr hoch bewertet, finde ich momentan auch spannend. Vinci auch sehr stark abgestraft worden. BASF auch und Omega Healthcare ebenfalls. Wie gesagt, falls da doch nochmal größeres Interesse besteht, mache ich gerne nochmal einen Livestream hierzu oder auch nochmal ein zusätzliches Video, wo ich noch ein bisschen mehr über diese Firmen dann auch nochmal erzähle. Mir ist es wichtig, wie gesagt, offen und transparent immer zu teilen, was ich mache, gerade in diesen Zeiten. Würde mich sehr interessieren, was ihr momentan so auf der Watchlist habt. Und wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, euer Sven.